Die Schiedsrichter, die Rudes sind dazu da, den Kampf zu unterbrechen, falls notwendig. Nein. Womit soll er sich sonst wehren? Mit seiner Wampe oder was? Die Rudes, die Schiedsrichter sollten den Kampf unterbrechen, sofern mal Ausrüstungsteile verloren wurden oder zurechtgerückt werden mussten, so wie eben. Momillo Architeutes, der Thraker, feuert sie an, beleidigt sie, werft Geld nach vorne, werft die Kinder weg, wie ihr wünscht. Osus! Die anderen auch nochmal drauf. Nur immer einer gegen einen. Ich möchte noch einmal betonen, das sind keine eingespielten Kämpfe hier. Es sind Freikämpfe. Nur die Paarungen stehen fest. Mehr nicht. Könnt ihr wetten? Wer wird wohl gewinnen? Das war eindeutig. Das war sehr eindeutig. Wir haben nun einen Unterlegenen.
Nun liegt es am Volke, ob er leben oder sterben soll. Und ich habe etwas gesehen, was ganz böse ist. Den Daumen runter, das ist gar nicht gut. Das gibt Augenkrebs. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen in einer Arena. Nehmen wir einfach eine Fußballarena. Die ist, sollte bekannt sein. Sie schauen sich in die Gegend um, 70.000 Leute voll und alle strecken den Arm nach vorne raus und halten den Daumen hoch oder runter. Was sehen Sie? Alle? Richtig. Alle sagen irgendwie Faust. Das sieht man ja irgendwie nicht. Die Daumen sind zu klein. Deine Wurstfinger müssen noch ausgebildet werden, mein Freund. Bleiben wir mal im Ernst. Daher machen wir das von meinem Ludus so rum nach Vitam aut Mortem, heißt so viel wie Vitam, Leben oder Mortem, Sterben. Das ist nun eure Entscheidung. Und zwar bevor ihr jetzt brüllt. Wer möchte, dass...